Linus Neumann ist einer der Sprecher des Chaos Computer Club, der die Entwicklung der App kritisch begleitet hat. Guten Abend, Herr Neumann. Schönen guten Abend, Herr Gürne. Die Sorge, dem Staat über diese Corona-Warn-App sensible Daten frei Haus zu liefern, ist bei vielen groß. Wie berechtigt ist das? Na, wenn man sich anschaut, wie diese Diskussion mal angefangen hat, da war von Location-Daten die Rede, also von GPS-Überwachung, von Mobilfunkdatenüberwachung und von einer zentralen Datenhaltung. Und all diese Sorgen waren natürlich begründet und da haben wir uns auch als Chaos Computer Club stark gegen eingesetzt. Das Ergebnis ist jetzt eine dezentrale Datenhaltung, das heißt, die Daten werden auf den Mobiltelefonen gesammelt und auch dort analysiert. Es gibt also keine zentrale Instanz, die ursprünglich geplant war und bei der Kontaktprofile angefallen wären. Das Ganze ist also durchaus sehr datensparsam und verteilt und es wurde auch Open Source entwickelt, was für uns eine sehr wichtige Transparenz- und vertrauensbildende Maßnahme und Forderung war. Und insofern denke ich, dass wir hier mit unseren Forderungen auf der richtigen Seite waren, wie ja jetzt auch die internationale Adaption dieses App-Standards durchaus zeigt. Wir haben die Funktionsweise der App im Film eben auch gerade gesehen. Die Politik weist immer wieder auf die Freiwilligkeit hin und darauf, dass keine Nachteile entstehen. Was aber ist, wenn ein Restaurant oder ein Hotel sagen, ohne App kommen Sie hier nicht rein? Also eine Verpflichtung zur Nutzung einer App, denke ich, ist aus vielen verschiedenen Gründen nicht akzeptabel, sowohl rechtlich als auch im privaten Umgang miteinander nicht. Ich denke, ein Restaurant wird aber auch durch einen App-Zwang nicht der Pflicht entgehen, die im Moment ja gilt, dass die Besucherinnen und Besucher ihre Kontaktdaten zur Nachverfolgung zurücklassen dort im Restaurant. Und wenn ich schon als Restaurantbetreiberin dieser Verpflichtung nicht entgehe, dann habe ich wahrscheinlich wenig Motivation, noch einen zweiten Streit mit meinen Gästen anzufangen, dass sie einmal sich eine App installieren sollen und andererseits auch noch einen Zettel ausfüllen sollen. Im Moment sind, glaube ich, die Gastronominnen und Gastronomen ja sehr froh über jede Besucherin, die sie beehrt. Funktioniert die deutsche App, die morgen freigeschaltet wird, eigentlich auch im Ausland? Das kommt ein bisschen darauf an, welches Ausland Sie bereisen. Also in Lettland und Italien, in der Schweiz wird der gleiche Standard verwendet. Das heißt, die Apps sind grundsätzlich kompatibel. Was da noch nicht so ganz geklärt ist, ist das Meldewesen. Denn ich muss ja quasi eine Art Beweis führen, dass ich auch tatsächlich erkrankt bin und einen positiven Test habe, wenn ich eine Warnung an andere auslösen möchte. Und ein internationales Meldewesen, wenn jetzt eine Französin, eine Deutsche in Italien trifft, dann müssten ja mehrere Länder alarmiert werden. Und ich denke, diese Prozesse, die müssen jetzt erstmal noch gestaltet werden. Das ist aber vielmehr eine prozedurale Frage als eine technische. Die Grundlage für eine Kompatibilität ist da. Linus Neumann, ganz herzlichen Dank für das Gespräch nach Berlin. Ich danke Ihnen.